Der berühmte Orgelbauer Ab Schnitger wurde hier in Schmalenfleth 1648 geboren und ist am 28. Juni 1719 in Neuenfelde bei Hamburg verstorben. Über die Kindheit von Ab Schnitger ist wenig bekannt. Er stammt aus einer Tischlerfamilie, die über Generationen in Schmalenfleth wohnten. Nicht nur den Kirchenmusikern ist er bekannt, sondern auch als Konstrukteur der weltberühmten Schnitger-Orgeln, die in diesem Jahr in das UNESCO-Welterbe aufgenommen werden. 1713 baute er für die Kirchengemeinde Aberhausen eine Orgel. Aus Chroniken geht hervor, dass er hier nicht wirklich verdient hat, sondern seine Kunstfertigkeit zur Verfügung stellte. Auch in Diedesdorf, in der St. Laurentiuskirche, wurde die Orgel von Ab Schnitger gebaut. Am 3. Juli 1698 erklang zum ersten Mal im Gottesdienst die Orgel. Von diesen Orgeln bzw. Nachbauten wurden in Norddeutschland und in den Niederlanden ungefähr 165 Stück errichtet. Unter anderem im norddeutschen Raum in Golzwaden, Aberhausen, Diedesdorf und Strückhausen. Ole Karg in Strückhausen ist im 14. und 15. Jahrhundert durch Hochwasser stark beschädigt worden. In der flachen Holzdecke schaffte man Platz für eine kleine Orgel, die auch von Ab Schnitger dort installiert wurde. In Golzwaden ist die Kirche durch einen Brand stark beschädigt. Ein Teil der kulturhistorischen Schätze konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr gerettet werden. Auch die Orgel von 1697-98 wurde durch Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Orgel und auch fast alle Gegenstände der Kirche wurden abgebaut und nach Rastede. Die Kirche soll jetzt nach dem Brand vom 4. Juli 2019 ein provisorisches Dach bekommen und wird komplett eingerüstet. Ab Schnitger wurde in Golzwaden getauft. Und 1710 errichtete Ab Schnitger mit seinen Söhnen in der St. Georgskirche in Wehna eine neue Orgel. Dieses war möglich, da die Gemeinde von einem Kaufmann und seiner Ehefrau 500 Gulden laut Testament für den Orgelneubau bekam. Sie ist auch heutzutage noch eine Augenweide. Im Ersten Weltkrieg verlor die Orgel viele ihrer Pfeifen. Sie mussten abgegeben werden, da die Kirchenorgeln von Ab Schnitger nicht unter Denkmalschutz standen. Im August 2019 fand hier ein Orgelkonzert von Vincent van Laar aus Groningen statt. Ab Schnitger baute von
1686 bis 1692 auch hier in der Ludgeri-Kirche in Norden eine wertvolle und berühmte Orgel ein. Diese Orgel ist bei Gottesdiensten und regelmäßigen Orgelkonzerten zu hören. Sie ist das zweitgrößte erhaltene Werk in Deutschland. Ja, hier in St. Cyprian und Cornelius steht eine Orgel, erbaut von Arp Schnitger 1699. Das ist insofern ein besonderes Jahr, weil in diesem Jahr Arp Schnitger das Privileg, das Orgelbauerprivileg für die Herzogtümer Oldenburg und Delmenhorst erhalten hat. Und so hat die Gemeinde im April 1699 einen Vertrag abgeschlossen, worin Schnitger sich verpflichtet hat, quasi zum Selbstkostenpreis ein Instrument mit 16 Registern auf zwei Manualen und angehängtem Pedal zu bauen. Das heißt, wenn man sich die Orgel anschaut, muss man die beiden Pedaltürme rechts und links wegdenken und nur die Mitte ist wirklich von Schnitger gebaut. Aber schon 61 Jahre später, 1760, hat dann der Orgelbauer Johann Hinrich Klappmeier aus Oldenburg, der ja aus der Schnitger Werkstatt auch hervorgegangen ist, die Orgel um die beiden Pedaltürme, also um ein selbstständiges Pedal mit 6 Registern erweitert, sodass die Orgel dann 22 Register auf 2 Manualen und Pedal hat. Sie gliedert sich ganz klar ersichtlich in Hauptwerk, Brustwerk und Pedalwerk und wurde dann über die Jahrhunderte immer mal wieder ein bisschen verändert, aber zum Glück nie so sehr, dass man sagen kann, dass sie verloren gegangen ist. Die letzten großen Restaurierungen waren dann 1934 eine allererste, in den 60er Jahren dann nochmal und die letzte dann 2003 bis 2005. Und die wurde von Heiko Lorenz aus Wilhelmshaven durchgeführt. Und man kann sagen, dass sie nach dieser Restauration wirklich wieder so klingt, wie sie 1760 auch schon erklungen ist.